Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Bencake28, meine lieben Solsystem-BewohnerInnen. Es geht weiter mit Bimbirgo Replikanat und wir spielen natürlich das Spiel Stellaris von Paradox und ich freue mich so richtig auf das neue DLC. Ich habe tolle Ideen. Ihr habt tolle Ideen mir schon eingereicht, was ich so alles machen könnte als neues Volk. Manche wollten einen Revival von alten Fraktionen, aber es wird dann schon was Neues geben. Nichtsdestotrotz spielen wir ein bisschen das Birgo Replikanat weiter. Letzte Folge war ich nicht so gut drauf. Also, ja, aus diversen Gründen. Also ihr seht, unsere Wirtschaft, ihr geht's schlecht. Uns hat es hart getroffen. Wir haben ordentlich eins eingefahren bekommen von den Elohim. Und die haben aber im Gegenzug von den Makaru ordentlich eins ausgeteilt bekommen. Sind also mit ihrer vollen Schlagkraft gegen uns vorgegangen und dann wurden sie einfach hier mit der Keule von hinten erschlagen. So ungefähr kann man das beschreiben. Also wir hatten die Schmerzen, die Elohim dann auch und letztlich haben die Pilze sich über einen neuen Bereich gefreut hier oben. Ich möchte jetzt auch ein bisschen Resümee passieren lassen, weil resümieren möchte ich. Ich möchte Revue passieren lassen. Ich möchte resümieren. Meine Güte, Pancake. Über das, was da passiert ist. Hier sind viele Sachen passiert. Durch die Wirren des Krieges ist auch so ein bisschen das ein oder andere Augen auch aus dem Augen verloren. Deswegen verloren gegangen. Deswegen möchte ich es ein bisschen strukturieren. Okay, strukturieren heißt ganz klar die Flotte, die muss aufgebaut werden. Ich werde auch wieder aufteilen in Korvetten und Kreuzerflotten. Jetzt noch nicht, wir bauen jetzt erstmal wieder auf, was zerstört worden ist. Ich werde weggehen von meinem Fokus auf die Sternbasis. Ich verändere meine Strategie. Und zwar ist mein allererstes Gut, push die Flotte ans Limit. Also push die Flotte ans Limit kann bei uns jetzt noch eine ganze Weile dauern. Wir haben jetzt 62 Flottenkapazität. Wir sollten versuchen, unsere Flotte ans Maximum zu bringen, damit so etwas nicht nochmal so einfach passiert. Es sollte man also jetzt immer regelmäßig, müsst ihr damit rechnen, dass ich versuchen werde, unser Militär zu stärken. Auch bevor ich das mit unseren Sternbasen auch mache, weil ich habe halt, man hat deutlich gesehen, dass ihre Verteidigungsfähigkeit gut ist, wenn eine Flotte sie stützt. Ist keine Flotte da, kann man ihre Kampfkraft eher dritteln, würde ich mal sagen. Weil halt der ganze Damage halt auf ein Objekt drauf geht und das merkt man halt dann schon auch. Also aus mathematischen Gründen einfach auch schon, wie heftig das dann natürlich für dieses Objekt ist und wie vorteilhaft das natürlich für den Angreifer ist in dem Zusammenhang. Gut, okay. Natürlich, so eine große fette Station als Teil deiner Flotte, als Unterstützung ist natürlich unfassbar mächtig und macht ihren Kampfwert gleich viel höher. Aber dazu muss natürlich die Grundlage, und zwar die Flotte, entsprechend da sein. So weiterhin, wir sind, was das Reich angeht, ihr seht es selbst, wir sind am Maximum unserer Expansionsmöglichkeiten so gut wie angekommen. Ich werde natürlich, wie ich es euch gesagt habe, den restlichen Bereich versuchen zu kolonisieren. Es ist nicht mehr viel. Wir werden jetzt noch hier das Fuldabahn-System aufdecken und entsprechend hier Sachen machen. Das ist auch ganz klar. Und wir haben, um unser Reich jetzt wieder aufzubauen und wieder neu auszustatten, entsprechend auch Kolonieschiffe gebaut, die wir dann ein Kolonieschiff auf jeden Fall schon mal gebaut, das dann auch die Planeten besetzt, die wir ja jetzt noch in unserem System haben. Das heißt, wir haben noch Expansionsmöglichkeiten und Wachstumsmöglichkeiten, auch wenn das jetzt doch sehr eingeschränkt aussieht. Ist vielleicht für mich viel angenehmer, weil ich damit auch einen besseren Überblick habe und vielleicht auf das eine oder andere besser eingehen kann. Schade wiederum ist es für die Erkundung. Diplomatie. Diplomatie ist natürlich ganz klar, wir haben mit den Elohim einfach einen Feind. Das muss man einfach so stupide sagen. Wir haben die Gorf, die mögen uns auch nicht. Das Helwan-Syndikat mag uns auch nicht. Also wir haben hier bei uns auf der westlichen Seite gelegen natürlich große Gefahr. Zwischen uns und den Helvaniern sind die Locken. Wir haben uns gegenseitig ja die Unabhängigkeit erklärt. Das heißt, wenn einer von uns beiden angegriffen ist, wird kein Defensivbündnis in dem eigentlichen Sinne. Dann ist sofort Krieg mit diesem Reich. Wir wollen damit auch ein bisschen nach außen her außendiplomatisch Verbündete haben und mit den Locken und mit den Makaro, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt in unserem Bereich der Galaxis. Okay, sind immer noch riesige Distanzen, darf man ja alles nicht vergessen, die aber mit der entsprechenden Technologie leicht überbrückt werden können.
So, da habe ich gesagt, drücke ich auf die Bremse. Da auch. Ich werde natürlich meinen Fokus auch darauf legen, Spionage zu betreiben und auch Spionage dann durchzuführen. Wir haben hier in dem Bereich, ich muss gerade nochmal gucken, ja, hier ist nämlich jetzt zum Beispiel Hammelquart dran, Spionage zu betreiben. Der treibt den Wert gerade extrem hoch und ich habe jetzt aufgrund der feindlichen Dinge, die jetzt die Gorf gemacht haben, habe ich jetzt auch mal Lust, bei denen mal so ein bisschen Untersuchungen anzustellen, würde ich es jetzt einfach nennen, und hier auch ein Spionage-Netzwerk mit Azrubal zu machen und dass wir hier auch ein bisschen mehr Informationen aus diesem Reich erhalten und oder über die Spionage natürlich Aktionen machen, wenn ich endlich meine Probleme mal in den Griff bekomme, die wir ja im Energiebereich unter anderem haben. Ne? Ärgerlich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir es schaffen, wie nennen wir das, Rosinante, dann ist es die Enterprise 2, Entschuldigung. Also ich glaube, ich hatte es bei der letzten Folge auch gesagt, dass es für uns zur Niederlage kommt. Ich bin davon fest ausgegangen, ich dachte, das reicht nicht für einen Sieg, weil wenn die dann umdrehen, dann machen die Makaru platt. Ich hatte das Gefühl, dass die Flotte auch viel stärker war als die von den Makaru und ja. War da nicht so. Also die Makaru haben es irgendwie geschafft, die zu überzeugen, halt eben Frieden zu schließen und Systeme abzugeben. Wir sind halt leer ausgegangen. Gut, wir sind einiges an Erfahrung reicher geworden. Das kann man vielleicht behaupten. Ja. So. Chris hat die Stufe 4 erreicht, das ist schön. Jawohl, Revan auch. So muss das sein. Ich werde es natürlich jetzt so weiter spielen, solange es geht. Ich habe ja auch eine erschreckenderweise recht, für meine Verhältnisse recht große Fangemeinde von Stellaris und meinem Spiel hier. Selbstverständlich geht es dann auch weiter. Für den einen oder anderen, der das sich vielleicht gefragt hat. Also, ich habe Hoch und Tiefs, ne? Also auch in meiner. ich selbst bin ja Mensch. und ich habe auch manchmal einfach Frustration, ich habe auch manchmal Ärger, ja, und sowas. Das ist dann einfach so, ja. Das zeige ich dann auch. Ja, Zugewinn ist Tradition runter, ja. Mist, Harmonie. Muss ich auch noch was tun, aber ich muss halt Sachen umstellen. Hier oben unsere Einigkeit geht zurück. Eine Einladung zu einem Migrationsabkommen. Die Elohim und die Thethreader Worlds. Ja, das waren die hier, die irgendwie da neu entstanden sind. Okay. Das Hotel der Kaiserin. Wupp, wupp. Auf geht's. Im Zentrum der Stadt mit Blick auf dem Hauptplatz steht ein großer, augenscheinlich geschmückter Palast mit einem grellen Neonschild, auf dem Motel der Kaiserin steht. In dem Gebäude befinden sich prunkvolle Kammern, die bis zum Rand mit Schätzen gefüllt sind und von denen aus die Kaiserin ihren Rat. Was von denen aus die Kaiserin und ihr Rat regierten. Satz stimmt, ich kann nur nicht mehr richtig lesen. Dort fand auch das letzte Gefecht der Hamsterer statt, bei dem sie ihre Kaiserin und deren kostbaren Rubrikator zu verteidigen versuchten. Mit etwas Glück ist der Rubrikator noch immer an seinem üblichen Platz bei der lilafarbenen Schleife der Kaiserin zu finden. Kurios, weitere 8 Artefakte, mit denen ich nichts anfangen kann. Ja, es wird übel. Ich werde nämlich noch ein System verlieren. So viel spoiler ich schon mal, wenn dieser Quest hier zu Ende ist. Tut mir leid, dass ich spoiler für diejenigen, die es halt noch nicht wussten, dass da passiert was nicht so Gutes am Ende dieser Questreihe. Ist halt so. So, dieses Kolonieschiff hat natürlich jetzt hier vor, zu diesem Planeten zu gehen. Ich gehe nur mal ganz kurz mir den anschauen. Entschuldigt bitte, das nervt natürlich ein bisschen. Und hier war nochmal was. Nö, kann man die archäologische Stätte nochmal entdecken? Das war die Ruinenwelt, ne? Okay, ne. Egal, ne. Ist egal jetzt. So.
So, sie wählt das Carbon aus der Mangelung besserer Ideen. Und da bewegt sich jetzt unser neues Kolonieschiff hin, denn wir brauchen dringend mehr. Virgo, meine ich. Und einen aufmerksameren Zentralrechner. Bin aber auch schon 2000 Jahre alt, ne? Oder über 2000 Jahre. Darf man halt auch nicht vergessen, ne? Meine Systeme laufen noch recht gut dafür, aber da brauchst du auch ein paar Updates, ne? Würde die auch sagen. Ich trinke mal einen Schluck. Also, ich simuliere so. So, wir haben übertrieben bei der Panzerung. Wir haben jetzt eine Stufe 3 Panzerung. Es gibt später Waffen, die sehr einfach Schilde durchdringen können. Vielleicht hilft uns das. Gut. Oder auch nicht so gut. Schauen wir mal. Ja, die Kristallminen. Rumpfstärke von Korvetten. Ja. Ich nehme jetzt die Rumpfstärke von Korvetten, weil. Ganz einfach, weil. Ja, das bringt ja eigentlich auch nichts. Nee, wir lassen es so, wie es ist. Ja, nichts zu sagen, der Bandcake. am Denken ist er, am Denken. Er tut so, als würde er denken. Ich, ja, denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken, nicht wahr? Ja, wow, da ist sogar noch eine Verteidigungsstation übrigens geblieben. Großartig. Freut mich. So, meine Damen, meine Herren. Schaut euch mal an, was jetzt hier passiert ist. Ja, und ein Thema, was ich absichtlich schon die ganze Zeit verschweige, ist natürlich folgende Tatsache. Wir haben Urmel verloren. Ne? Urmel kommt nie wieder zurück. Ist leider gestorben. Also, ich habe es versucht, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil es mir richtig wehgetan hat. Ich freue mich natürlich, oder ich hatte mich gefreut darüber, dass wir eine Amöbe halt bei uns haben. Auch die Questreihe vielleicht, die da noch dazugehört. Oder ob sie da noch Nachkommen gekriegt hätte und so. Man hätte dann später vielleicht so eine kleine Flotte gehabt. Das weiß ich nicht. Das können wir auch nicht wieder auf- oder zurückholen. Ist halt ziemlich bescheiden gelaufen. Dafür ist es jetzt so, dass wir hier die Amöben befrieden konnten. Dieses ewig lange Projekt, das wir hatten, ist uns geglückt. Wir haben mit unserer Militärflotte herausgefunden, okay, die tun uns nichts. Mit 3,4K würden die uns auch mit Leichtigkeit verspeisen. Und dann können wir jetzt dieses System auch erkunden, ohne in Gefahr zu laufen, dass wir jetzt attackiert werden. Ne? Und da ist übrigens der Dimensionalhorror. Finde es ein bisschen übertrieben. Ne? Ich zeige es mal ganz kurz. Ja, ich weiß, die meisten finden es cool oder so. Aber ich finde, es passt einfach nicht in so ein Weltraumspiel. Also fand ich in allen Science Fiction schon ein bisschen. Ja, Universum und was man sich vorstellen kann, ist auch möglich. Aber ich finde halt so einen schmodernden Wurm da einfach aus in der Nähe aus einem schwarzen Loch, das ist einfach. Ja. Okay, könnt ihr gerne mir auch widersprechen. Das ist ja klar. So, dann. Aber meine Meinung, die teile ich dann schon mit. Obwohl, wir machen das mal anders. Du gehst dann dahin. Okay. Dann gehst du dann auch dahin. Oh, 153 kostet das, die ganze Flotte Verpanzerung zu verbessern. Ja, das kostet ordentlich. Das kostet ja ordentlich. Das können wir uns gar nicht leisten, Bencake. Doch. So, dann machen wir aber nochmal ein Atollo-System vorher. Ein weiteres Kolonieschiff, ja. Denn wir haben nämlich hier noch eine Wüstenwelt, auch wenn sie nur Stufe 12 ist, nur in Anführungszeichen, mit einem, die so hübsch ist, die werden wir auch noch in Beschlag nehmen. Ne? Also insgesamt war es ein sehr lehrreiches Let's Play. Ich weiß nicht mehr, wie lange das geht. Ich weiß jetzt nicht, auch wann diese Folge veröffentlicht wird. Das müsste irgendwann vor Ostern sein oder so, wo die rauskommt. Wann dann letztlich auch das neue DLC von Stellaris dann erscheint und so. Und dann kann es vielleicht sogar die ein oder andere Folge noch vom Virgo-Replikanat geben. Aber dann
werde ich doch schon definitiv hier das Neue dann präsentieren. Ein neuer Kontakt, interessant. Der Gutsch Pact, was ist denn das? Geil. Geil. Ich kann mich jetzt auch wieder endlich mal um solche Sachen auch kümmern, was ich viel lieber mache als Krieg spielen. Ist so. Der Gutsch Pact ist eine Militärrunde und es sind evangelistische Zeloten. Oder Zeloten in Zeloten. Zeloten. Es ist eine Wüstenwelt mit, ja, wie soll ich sagen, einer Spezies, die ich nur zu gerne in dieser Form gespielt hätte. Ihr seht jetzt hier, das ist eine Lebensform, die ganz offensichtlich auch Photosynthese betreibt. Also, die hätte ich mega gerne gespielt. Also, damals, vor einiger Zeit, vor einigen Let's Plays aus Gründen. Eine aquatische Spezies auf einer Wüstenwelt. Na dann. Entschuldigung. Also Militärjunta, was ist es? Diese Regierung ist eine militärische Form der Oligarchie, in der die Macht in den Händen eines Rats hochrangiger Offiziere liegt, die alle staatlichen Angelegenheiten überwachen. Okay. Es sind die evangelistischen Zeloten, streben danach, ihr Glauben in der Galaxie zu verbreiten. Sie schrecken nicht vor militärischer Gewalt zurück, um andere zum Konvertieren zu zwingen. Okay. Sie sind immerhin xenophil, das ist gut. Sie gehen also positiv auf Fremde zu. Militaristen sind es aber trotzdem, also die kämpfen und sie sind spirituell. Das macht es natürlich für uns, ja, mal gucken, wie sie so reden. Archonin Zaren Chessel sendet Grüße vom Herrscherrat vom Gutsch Pact. Wir hoffen auf eine produktive Beziehung zu eurer beeindruckenden Nation. Unserem Militär wurde befohlen, alle Mitglieder eurer Spezies respektvoll zu behandeln. Ich reagiere mal freundschaftlich. Ja. Wo seid ihr denn, Freunde? Da unten. Hinter den Otonianern. Okay, ah, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Unbekannter Hintergrund. Aquatisch. Streitsüchtig. Okay. Ich gucke mir nur ein paar Sachen an, Leute. Ist gleich wieder vorbei. Da könnte ich ja wieder die Spionage machen. Okay. Die sind nur anpassungsfähig. Das ist die einzige Eigenschaft, die die haben. Okay. Cool. Ja, übrigens hier, diese Molluskoiden, dieser Schwarm, die Utonianer, habe ich auch nichts dazu gesagt, großartig, es war halt ein mega trauriger Moment, das war halt auch mitten im Krieg gegen die Elohim, da ist in ihrer Heimatwelt zerstört worden und Ursprung, den kann man auswählen, ja. Es gibt diverse Ursprünge und ja, wie ich es auch gesagt habe, den wählt ihr aus und dann läuft sozusagen Art Timer ab. Das Event habe ich nie selber durchgespielt und dann wird eure Heimatwelt tatsächlich zerstört. Dafür haben die auch andere Boni und sowas. Ganz kurz, das ist natürlich ein mega schreckliches Ereignis, weil der Großteil von ihrer Heimatwelt, die ganze Biosphäre, alles in sich kollabiert ist. Aber sie haben es geschafft und darauf will ich hinaus. Raumfahrt kann auch dafür sorgen, dass Teile von Biosphären auf anderen Planeten weiter existieren können, ihre DNS und ihre Informationen weiter verbreiten und deswegen ist die Raumfahrt sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen eines Tages vielleicht auch die Raumfahrt mit der Überlichtgeschwindigkeit, aber alles sehr theoretisch, was ich jetzt sage. Und diese Spezies kann aufgrund ihrer Entwicklung und andere Teile ihrer ehemaligen Biosphäre auf anderen Planeten halt überleben, beziehungsweise könnten sie auch, ja, wie soll ich sagen, in einem anderen Planeten vielleicht terraformen. Und so eben, ja, ist dieser Teil der galaktischen Biosphäre gerettet worden, bevor alles verloren geht. Also man kann auch vollständig Daten natürlich auch verlieren, ne? Das Unbekannte, Leute, ist das Größte. Allein wenn man den Bereich Zeit einfach sieht, ne? System Survey complete. Da sind auch ein paar Spacer-Möbers unterwegs. Gut, dass wir jetzt da keine Aggression mehr haben, weil das ist voll nervig, wenn ihr dann die Spacer-Möbers habt und die
halten euch überall an allen möglichen Ecken auf, weil sie da rumfliegen. Und letztlich waren sie halt nur so ein bisschen sauer, weil ihr eure Außenbordmotoren so laut habt. Ne? Die WAV-Aliens haben wir getroffen, ja, wirklich. Ja, das sind wieder solche. Der soll mit mir Kontakt aufnehmen. Ich möchte jetzt Spionage weitermachen. Okay, wir haben das System vollständig erkundet. Ansonsten ist da jetzt nichts. Cool, ich habe gerade ein Rüsselgeräusch gehört. Ich habe die Spieleinstellungen hoffentlich so, dass ihr mich gut hört und das Spiel nicht zu laut ist oder eben ich wieder zu leise bin. Ich habe letzter Zeit wirklich Ärger gehabt mit meinen Aufnahmegeräten. Es ist wirklich so, richtig Ärger. Jetzt bin ich wieder bei plus 10 Einigkeit. Ich verliere seltene Kristalle. Okay. Durch? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwas, was ich auf irgendeinem Planeten gebaut haben. Die Profis werden schon brüllen. Oh, Benkeek, hast du das wieder nicht gemerkt? Ich so, nö. Hab ich nicht. So, wir müssen so schnell wie möglich da hoch. So, können wir überhaupt noch irgendwas automatisch erkunden? Aha. Aber spreng dich bitte nicht wieder da oben irgendwo. Bei diesem... Das habe ich auch nicht verstanden, bei der enigmatischen Fortress. Ich weiß noch, ich habe der Monalie den Befehl gegeben, dass sie bitte automatisch erkunden soll. Und ich weiß, dass wir hier schon einen verloren hatten. Und dann fliegt die KI da wieder rein. Das habe ich echt nicht kapiert. Wirklich nicht. So, die Kapazitätssubventionen sind jetzt auch da. Das ist ein Erlass. Den werde ich mir auch angucken müssen, aufgrund unserer Energieproblematik. Und dann schauen wir gleich mal weiter, was wir noch so machen können. Hier, Energiecredits. Wird gar nicht lang überlegt. Das werden wir machen. Und dann gehen wir in die Erlasse. In die Erlasse, Entschuldigung. Fokussierende Kristalle. Nee. Kristalle, jene sind... Nee, maschinelle... Nein. Forschungssubventionen. Agrarkapazität. Da ist sie doch, die Kapazität. Produktion von Techtronen plus 50% Energiecredits Unterhalt. Techtronen wird erhöht. Das will doch eigentlich mehr Energie haben. Techtronen. Bevölkerung. Komplexe Drohnen. Schrottsammlerdrohnen. Techtronen. Aber Techtronen, das sind auch energieproduzierende Drohnen. Vielleicht verstehe ich das aber auch. Also ich verstehe eins nicht. Moment. Hier gibt es keine Techtronen auf der Welt, okay, gegenwärtig. Mit einem Schlag meine Energieprobleme gelöst, ne? Ja. Die haben drei Energie... Einen Moment, Leute. Entschuldigt bitte. Bevölkerung. Arbeiterdrohnen. Gut, die meisten sind ja schon drauf. Der gibt mir alle 20 draufsetzen? Kann ich das nicht irgendwie auch ein bisschen verteilen, Spiel? Oder geht es wieder nur über die Sektoren, dass ich das Sektoren machen muss? Das wäre ja ein bisschen bla. Moment. Weil ich verstehe was nicht richtig. Ich gucke mir gerade die Ergebnisse an. Jetzt habe ich wieder ein Plus Nahrung, aber ich bin bei minus 77 Energie. Da verzweifelt man dran. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt... Also, ja, das Wirtschaftssystem und so. Ich muss wahrscheinlich das verwalten lassen irgendwie, weil... Und dann irgendwie definieren, was ich haben möchte. Ich
verstehe, für das Spiel insgesamt ist es natürlich in der Größenordnung gut, wenn du nicht so viel machen musst. Aber ich würde manchmal vermisse ich es echt, diese einzelnen Bürger auf das Feld zu setzen, wo ich sie gerne hätte. Ehrlich. Und wenn ich da auch nur eingeschränkt wäre, irgendwie, ich vermisse das voll. Es hat mir noch viel besseres Gefühl mit meiner Bevölkerung gegeben. So habe ich mit der irgendwie nichts zu tun. So, ich schieb die irgendwo hin oder klicke irgendwas an mit Priorität, kann aber nur eins anklicken und ich weiß nicht, vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Wenn ihr was wisst, ich bin verzweifelt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich raff das nicht. Ich will ja irgendwo meinen Schwerpunkt drauflegen. Bitte Gewichtung 3 Energie, dann 1 Legierung, dann 0,5, keine Ahnung, Nahrung und den Rest lasst mir bitte in Ruhe. Ja, also sowas würde ich gerne einstellen können. Es gibt Spiele, da kannst du das. Vielleicht weiß ich es nur noch nicht wo und ich habe es nicht gesehen, dann schreibt es mir bitte. So, wichtige Meldung. Komme ich jetzt dazu. Eine galaktische Gemeinschaft. Während immer mehr Weltraumkulturen und formelle Beziehungen zueinander aufbauen, wird die Galaxie zu einem pulsierenden, lebendigen Ort, um Missverständnisse zwischen den Nationen zu vermeiden, haben immer mehr Diplomaten die Gründung einer neuen pangalaktischen Organisation gefordert. Eine Gemeinschaft, in der sich die Reiche der Galaxie treffen können, um wichtige Angelegenheiten zu erörtern. Soll das Birgor-Replikanat seine Unterstützung für die Gründung einer solchen galaktischen Gemeinschaft zusagen? Ich habe einmal in einem Let's Play gesehen, dass das nicht zustande kam. Ich habe das einmal wirklich gesehen. Es war echt interessant. Also, ja, das wäre ein würdiges Unterfangen, sagen wir. Ich glaube, wir haben da Interesse dran als Biago. Wir wollen immer noch ein vollständig akzeptiertes Reich sein. Und wir wollen daran teilhaben, wenn es denn entsteht. Ich fühle mich da als Birgo jetzt auch nicht so art wie so eine Minderheit, nur weil ich die einzige Maschine da draußen bin. Also ich habe noch keine andere Maschinenzivilisation entdeckt. Ja, also ich gucke immer auf die Uhr. Ich sollte mal aufhören, auf meine Uhr mal zu gucken. Rivalität. Das Elohim-Sternreich und die utanianische Multitud haben sich die Rivalität erklärt. Und ja, umgekehrt auch. Was ist denn jetzt schon wieder dein Problem? Ja, seltene Kristalle kann ich nicht ändern. Und die Energiekredits, das geht mir auch langsam auf den Keks. Das kann nicht sein. Jetzt sind alle 14 auf Energie. Das sollen die aber nicht. Jobpriorität verringern. Jobpriorität erhöhen. Jetzt ist es auf normal. Verringer mal die Jobpriorität bei Schrottsammlerdrohnen. Und hier auch. So, die Agrardrohnen, wenn ich das jetzt anklicke. Ja, ich will mehr Tech-Drohnen haben. So. Okay, jetzt habe ich hier 11. Dann habe ich gesagt, das ist wenig, bitte. So, Wartungsdrohnen, was machen die denn? Die brauche ich nicht. Ich will keine Wartungsdrohnen haben. Spiel. Jagdsucherdrohnen, niedrige Priorität zur gegenwärtigen Zeitpunkt. Kalkulatoren möchte ich behalten, so wie sie sind. Katalysedrohnen sind okay. Koordinatoren, was macht ihr denn? Die finde ich wichtig. Replikatoren, wichtig. So, Agrardrohnen ist okay. Kriegerdrohnen, Schrottdrohnen, Techdrohnen, okay. Ich hoffe, dass es so jetzt funktioniert. Nicht, dass ich das jetzt übersehen hätte die ganze Zeit. Oder dass ich Bevölkerung. Wenn das so geht und das so beibehalten ist, dann ist es okay. Dann ist hier genau Hauptaugenmerk auf Techdrohnen. Okay. Jagdsucherdrohnen brauche ich nicht. Katalysedrohnen sind cool. Replikatoren cool. Agrardrohnen eigentlich cool. Ich brauche echt keine Bergbaudrohnen zurzeit. Ich brauche keine Kriegerdrohnen zurzeit. Und ich brauche eigentlich auch keine. Hier steht die Anzahl der freien Jobs. Wohnbedürfnisse, Nutzung von Dienstleistungen. Ich brauche keine Wartungsdrohnen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt einen positiven Einfluss hat. Ja, ich habe noch ein Kolonieschiff. Der ist jetzt hier im Castor-System. Der Planet mit den Ratten fliegt uns um die Ohren.
Oder was? Um diesen Sohn fliegt er uns, entschuldigt. So, dann gehen wir hier hin. So, das ist jetzt Punia. Auch hier einfach keine bessere Idee. Und Abflug bitte. Construction complete. Ich verstehe das. Ist das irgendwie buggy geworden? Die hatten uns doch schon zum Rivalen erklärt. Das verstehe ich alles nicht. I don't know. Ja, die haben da natürlich Platz ohne Ende noch da hinten raus zu, sondern die können riesig werden. Ja, ist egal. Construction complete. Planetary settlement procedure initiated. Ja, wir tun jetzt Carbon besiedeln. Bevor andere auf die Idee kommen, ziehe ich das jetzt vor, bevor ich hier irgendwas anschließe, eines der letzten noch möglichen für uns Systeme zu erschließen. Dies ist ein historischer Tag. Mehrere der größten Weltraumreiche der Galaxie, darunter das Birgu-Replikanat, haben die Gründung der Galaktischen Gemeinschaft angekündigt. Diese reichsüberspannende Organisation wird als Forum dienen, in dem Angelegenheiten, die die gesamte Galaxis betreffen, diskutiert, entschieden werden können. Als eines der Gründungsmitglieder können wir stolz auf diesen Meilenstein der galaktischen Geschichte sein. Ein großer Tag für die Galaxis. So. Ihr seht jetzt, hier sind einige Reiche schon drin. Der Gudge Pact, die Lokmechaniker, die Makarus, das Halvan-Syndikat, die Elohim, die Gorf, wir, die Birgo und die Utanianern. Ich glaube, dass wir dann dadurch auch den Großteil der großen Reiche der Galaxis aufgedeckt haben. Vielleicht versteckt sich noch ein, sag ich mal, böses Reich irgendwo. Schauen wir mal. United Raxicodium-Regime, die kennen wir noch nicht. Ich kann sie auch irgendwie nicht sehen. Communications Alert. Keine Ahnung, wieso ich die jetzt nicht anklicken kann. Egal. Wer seid denn ihr? Ihr wollt eine schöne Botschaft etablieren, ich kenne dich doch noch gar nicht. Wo kommt ihr denn her? Da ist unten, da ist dieses Regime. Hallo, kleines Regime von Plantoiden. Und hör auf, einfach weiterzumachen, Spiel. Also, geil. Ein totalitäres Regime, was das ist, glaube ich, brauche ich euch aufgrund der Tagesaktualität ehrlich nicht mehr erklären. Und es sind gelehrte Erkunder. Oh, schätzen Erkundungen, Entdeckungen und so weiter, schätzen die. Jawohl, die sind die sind xenophil und sind fanatisch materialistische, komische Wurzelschwebpflanzen. Okay, cool. Die kommen gerne von einer kontinentalen Welt und sie sind schlichtweg diese Pflanzen intelligent. Okay. Cool, das ist ihr Heimatsystem. Aha. Faszinierend. Könnte beinahe unseres sein, wenn der da nicht so groß wäre. So, okay. Nicht mehr gültiger Rivale. Und der hat mich schon wieder zum Rivalen erklärt. Das ist super, dann Rivalität erklären, ja. Es nervt. Ich könnte es auch einfach ihn ignorieren, aber es nervt. Wie weit sind wir denn jetzt fortgeschritten von der Zeit? Wir haben hier auch schon die ersten Sachen, die jetzt die KI vorschlägt. Ja, die Elohim, was wollen die? Die Unzufriedenheitsmalus für unbeschäftigte Arbeiter, das um 10% reduziert, ablehnen.
Ich werde den Vorschlag der Elohim definitiv ablehnen, schon allein aus Prinzipien. Denn die kooperative Forschung und diplomatische Bedeutung von Technologie wird um 20% erhöht, Produktions- und Forschungsstation wird um 10% Unterhalt von Sternenbasen um 5% erhöht. Unterstützen wir. Auch sowas merkt sich natürlich die KI, für wen du bist und gegen wen du bist. Und wenn die KI merkt, okay, du gehst halt dauernd gegen sie vor, kann sie schon mal ein bisschen pissig reagieren. Verlassenes Sternentor. Wir sind auf ein weiteres verlassenes Sternentor gestoßen. Genau. Obwohl das Sterntor eine schwache Energiesignatur ausstrahlt, wurde es scheinbar absichtlich in eine Art Wartungsschleife eingeschlossen, die seine Aktivierung verhindert. Bis wir einen Weg finden, um den Prozess abzubrechen, bleibt das L-Cluster außerhalb unserer Reichweite. Ach so, da bin ich überhaupt nicht drauf eingegangen. Boah, es nervt, ne, die Folge. Mir wurde mitgeteilt, es gibt auch Mods und DLCs, um zum Beispiel so themenbezogen auch noch eine zweite Galaxis aufzubauen, wo ihr dann in eine ganz andere Galaxie fliegen könnt und so Zeug, die größer oder kleiner ist und sowas. Danke nochmal für eure Hinweise und Tipps und dass ihr auch sowas vielleicht mal von mir sehen wollt. Ich bleib erstmal aber bei so Präsentationen immer so ein bisschen vorsichtig. Ich präsentiere dann eigentlich grundsätzlich die Basisspiele, vielleicht mit ein paar Bedienungsverbesserungseinheiten, aber auch nicht mehr, weil halt... Ich bin halt ein großer Fan davon, das Originalspiel zu spielen. Ich bin bei Mods immer vorsichtig. Nach einer andauernden Phase des wachsenden Zuspruchs für Aliens of Spiritual Redemption hat die Gutch Pact die Fraktion schließlich akzeptiert und Kernprinzipien und Richtlinien angenommen. Als Folge der Integration dieser Fraktion in ihre Regierung sind sie noch spiritualistischer geworden. Und direkten Grenzen zugemacht, weil sie jetzt fanatisch spiritualistisch sind und nicht mehr, und das ist das Schlimme daran, technikaffin. Materialistisch oder sonst irgendwas. Was waren die nochmal? System Survey complete. Ja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hatten sie nicht so eine Abneigung gegen uns. Ich habe übrigens jetzt nochmal einen Blick drauf geworfen. Wirtschaft relativ stabil, bis auf halt unsere Nahrungszeug. Aber ich kann es halt jetzt echt nicht ändern. Ich kann es echt nicht ändern. Okay. Ich guck mal, was ich hier noch Schönes bauen könnte. Forschungslabore würde mich natürlich auch reizen. Ein Energienetz würde mich auch reizen. Ja, aber gut. Ich denke einfach, weil das eh schon eine Welt, wo ich euch gesagt habe, ich hätte da gern mehr Forschung, kommen jetzt hier Forschungslabore hin. Ob das eine gute Idee ist, weil man sagt, ja, okay, Forschung war jetzt nicht dein Problem, Ben Cake. Ja, aber ich mach's halt trotzdem, Leute. Ich mach's halt trotzdem. So, die seltenen Kristalle sind bald aufgebraucht. Kann ich nicht verändern. Der Netzwerkknotenbruch. Der Netzwerkknotenbruchpunkt braucht seltene Kristalle. Und wenn der keine mehr kriegt, dann... Oh, ist das anstrengend, Leute. Ist das anstrengend. So, jetzt werden wir aber erstmal noch eine Sache einstellen, bevor ich die wieder vergesse. Arti-Zerreiber, Blocker-Zerreiber. Das heißt, Blocker und Arti brauche ich noch. Blocker und Arti. Ich überlege ganz auf die Schilde zu verzichten, aber ich glaube, es gibt noch einige Strahlenwaffen zu der Phase des Spiels. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare packen.
So, jetzt beginnt, nachdem alles restrukturiert worden ist, nachdem ich jetzt alles neu organisiert habe und euch so ein bisschen auf das eine oder andere auch mal eingegangen bin, kann ich jetzt die Flotte ausbauen. Wird nicht mehr angezeigt, dass da eine primitive Weltzivilisation drauf ist. Wurden die mit uns dann irgendwie ausgelöscht? Ich raff das echt nicht. Die haben hier auf jeden Fall Chantari. Also die waren hier die Chantari. Okay, ich verstehe. Das andere haben die einfach nicht kolonisiert. Büroangestellte. Oh, die haben sich aber jetzt echt verbreitet, die Chantari, seitdem sie... Und die haben Roboter hier im Einsatz. Interessant. Robotiker, dafür, dass sie in der bronzezeitlichen Zeit waren. Die hatten einen Gouverneur. Ja. Ja, egal. Interessant, wie sich das... Ja, Ilenus, Ilex, ich werde es nie vergessen. Ein Riesenfehler von mir. Naja, okay. Ja, wie auch immer, wem jetzt die... Elohim Sternreich ist nicht länger ein gültiger Rivale für euer Reich. Ich muss mir das mit den Rivalitäten nochmal angucken. Früher blieb das stabil da, muss ich nicht alle paar Monate neu aktualisieren oder so. Ich habe keine Ahnung, ey. Naja, sei es drum. Birgo-Replikanat. Ich bin froh, dass es weitergegangen ist. Ich hab's halt, wie gesagt, anders gesehen und bin froh, dass wir uns jetzt nach diesem Krieg so wieder aufbauen können. Und ich nutze die Zeit jetzt halt auch gnadenlos aus, um halt natürlich uns extrem kampfstark zu machen. Allein schon um Urmel zu rächen. Tja, Torheit schützt vor Strafe nicht, meine Lieben. Okay. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, nicht vergessen, liken und abonnieren. Ja? Und dann wünsche ich euch natürlich noch eine wunderschöne Sternenreise und sag euch bis zum nächsten Mal. Aber eins möchte ich dann doch noch ergänzen, auch wenn es diese Folge extrem anstrengend ist für meine Zuschauer. Moment, da komme ich gleich zu. Oh je, ich hoffe, das hat jetzt irgendwie geklappt. Naja. Das, was ich euch noch raussuchen wollte, habe ich nicht mehr gefunden. War ein bisschen unnötig jetzt, ja. So bin ich halt verpeilt und verstrahlt. Okay. Allein schon dafür müsst ihr liken und abonnieren. Ganz klarer Fall. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Benke, Klassiker. Ohne Witz, ey. Ciao, ciao.